Wir wollen euch die neue Mein Schiff 2 in einem 360-Grad-Video vorstellen. Wir starten in der Lumas Bar. Neben Drinks könnt ihr hier ausgewählte Kunstwerke genießen, die ihr ebenso käuflich erwerben könnt. Rechts neben der Lumas Bar befindet sich das Atelier. Der kreative Kreuzfahrer kann sich hier bei Mal- und Zeichenkursen oder auch einem Schmuckworkshop austoben. Geht man am Atelier vorbei, kommt man zum Neuen Wall. Das ist die Shoppingmeile der Mein Schiff 2 mit zahlreichen Boutiquen. Neu auf der Mein Schiff 2 ist die Ebbe und Flut Bierbar. Die gibt es auch schon auf der Mein Schiff 1. Das Schöne ist, die Speisen sind kostenlos. Das Bier kostet ein bisschen was, aber es gibt unzählige Sorten, aus denen der Bierliebhaber je nach Gusto wählen kann. Das Atlantic Classic ist das größte Bedienrestaurant an Bord. Direkt darüber befindet sich das Atlantic Mediterran. Hier spielt, wie auf der gesamten Mein Schiff-Flotte, der Service am Platz eine große Rolle. Außerdem sind die Atlantic-Restaurants natürlich im Premium alles inklusive enthalten. Rechts von uns befindet sich die Diamantbar. Hier hat man einen wundervollen Blick aus dem Diamanten nach draußen und kann, gegen Aufpreis, Cocktails und Drinks genießen. Der Ausblick bleibt so atemberaubend, auch wenn wir die Treppe zum Esszimmer hinuntergehen. Kulinarisch gibt es hier die sogenannten Lieblingsgerichte der Gäste. Von modern interpretierter Roulade über Schnitzel bis hin zu Kaiserschmarrn. Richtige Wohlfühlgerichte eben. Morgens kann man hier auch zum Preis von unter 7 Euro frühstücken. Finden wir bei dem Ausblick einen sehr fairen Betrag. Auf dem Pooldeck befindet sich der 25 Meter lange Pool, länger als bei vielen anderen Schiffen. Bei schönem Wetter stehen hier natürlich auch zahlreiche Liegen, die zum Sonnenbaden einladen. Wir gehen weiter auf der Joggingstrecke der Mein Schiff 2. Die misst ganze 400 Meter und hat sogar eine Steigung von 6,7%. Im Wellnessbereich starten wir in der Sauna, wo man mit Panorama-Meerblick ganz entspannt schwitzen kann. Die Massagen kann man ebenso mit Ausblick genießen. Im Ruheraum kann man anschließend schön entspannen. Und wenn es wärmer ist, kann man natürlich auch auf dem Deck draußen die Sonne genießen. Auf Deck 15 kann sich dann der sportbegeisterte Kreuzfahrer austoben. Von Kraftgeräten bis zu Laufbändern für die Cardio-Sportler gibt es hier ausreichend Plätze für eure Fitness.